Das Restaurant Fischers Fritz im Nobelhotel Regent. Kann ich jetzt hier arbeiten? Die Küche von Christian Lohse. Für so manchen ist er der beste Koch Berlins. Der Restaurantführer Guide Michelin belohnte seine Arbeit mit 2 Sternen und der Gourmillon mit 19 Punkten. Lohn einer harten Lehrzeit, die er in Frankreich absolvierte. Die Unnachgiebigkeit der französischen Lehrmeister war sehr gut, obwohl ich heute einen ganz anderen Führungsstil habe als die Franzosen. Wer wie Christian Lohse in der Top-Liga der Gastronomie mitkocht, setzt auf frische Produkte von bester Qualität. Nur ausgewählte Lieferanten dürfen das Fischers Fritz beliefern. Regionalität ist ihm wichtig. Wir haben Regionalität, natürlich im etwas größeren Umkreis. Wir kaufen unsere Gemüse bis nach Polen ein. Und man sieht natürlich die sensationelle Ware hier. Ganz feiner Frühlingslauch, Frühlingszwiebeln. Ich meine, das sind Produkte, die man eigentlich sonst nur in der Côte d'Azur bekommt. Perfekt. Unglaublich gute Handarbeit, unglaublich gute Böden. Also zum Fest kochen wir heute den bretonischen Hummer gebraten mit klassischen westfälischen Bratkartoffeln, Schere, Essig, weißen Zwiebeln, Knoblauch und etwas Schnittlauch. Einfache Küche für einfache Leute. Fisch ist Vertrauenssache. Den und seine bretonischen Hummer zum Silvesterfest bestellt der Koch nur dort, wo man ihm die Fangfrische garantiert. Ja, die Hummer sind da. Zum Beispiel beim Gourmet-Lieferanten Frische Paradies. Spätestens 36 Stunden nach dem Anlanden des Fangs garantiert der Berliner Betrieb die Lieferung beim Kunden. Wir haben immer erstmal als grobe Richtung europäische und kanadische Hummer da. Die europäischen, die haben hohen Stellenwert in der Spitzengastronomie. Die werden eben gern von Spitzenköchen und Gourmets genommen. Die schmecken etwas feiner. Das Frische Paradies verkauft an fast alle Spitzengastronomen der Hauptstadt, aber auch an den Endverbraucher. Hummer aus Kanada oder aus dem französischen Atlantik ist gerade zum Jahresende gefragt. Ja, der Hummerverkauf, der verdoppelt sich zu den Feiertagen fast, sowohl für die Gastronomie als auch für die Endverbraucher. Wer noch nie einen Hummer zubereitet hat, scheut sich häufig davor. Dabei ist es ganz einfach, an das Fleisch des Krustentieres zu gelangen. Der Hauptteil des Fleisches, der steckt im Schwanz. Und das kann man einfach mit einem schweren, scharfen Messer zerteilen, das gute Stück. Die Scheren als solche schlägt man dann mit dem Messerknauf zum Beispiel auf und bricht die dann aus. Und an das Fleisch in den Armen kann man noch ankommen, indem man eine stabile Schere zur Hilfe nimmt, die aufschneidet, das in den rausholt. Zurück im Fischers Fritz. Chefkoch Christian Lohse bereitet seinen bretonischen Hummer vor. Die Zwiebeln werden klein gehackt, danach der frische Schnittlauch. Die Zwiebeln schmort er anschließend in einer Pfanne mit Butter goldgelb und löscht sie ab. Das Hummerfond, dann nehmen wir einfach die Schalen, kochen die auf, ein bisschen Geflügelbrühe und das war's. Das ist ja ganz einfach. Kann auch jeder zu Hause machen. 20 Minuten aufkochen und dann passt das. Erst mit Sherry-Essig abgelöscht, jetzt den Hummerfond drauf, das reduzieren wir langsam. Dann werden wir das Ganze mit etwas Butter abbinden, zum Schluss kommt der Schnittlauch rein. Dann kommen die hauchdünnen Bratkartoffeln in heißes Butterschmalz. Leider kann man den Geruch durch die Kamera nicht transportieren, aber man riecht das schon, wie toll das nach Kartoffel riecht. Nun wird der zerteilte Hummer in die Pfanne gegeben. Von jeder Seite wenige Minuten anbraten, bis sich das Fleisch leicht von der Schale löst. Das ist halt eine Frage der Übung, nicht wahr? Autofahren muss ich auch eine ganze Weile trainieren und so ist es beim Kochen auch. Die Leute denken, wenn sie einmal eine Kochsendung gesehen haben, dann können sie kochen. Also ich koche seit 22 Jahren und behaupte von mir nicht, dass ich kochen kann. Mit Zangen und schweren Messern muss sich kein Gast im Fischers Fritz abmühen. Christian Lohse lässt seine Hummer aus der Schale nehmen, bevor er ihn mit Kräuterblumen und Soße anrichtet. Lediglich 15 bis 20 Minuten benötigt man für die Zubereitung. Und dann kann er auch schon serviert werden. Im Fischers Fritz finden 90 Gäste Platz. Das Restaurant gibt es seit knapp 10 Jahren und es ist fast immer ausgebucht. Das war's für heute im Fischers Fritz. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, ihr Christian Lohse.